Was geht, Freunde? Weiter geht's mit Elden Ring. Wir machen jetzt weiter. Und zwar gehen wir jetzt wieder runter mit dem Fahrstuhl. Nachdem ich ja beim letzten Mal mein Leben ganz knapp gerettet habe für den Shortcut, können wir ganz normal weitermachen. Bisschen entspannter als zum Schluss meiner letzten Folge. Auf jeden Fall, wie immer natürlich, Dankeschön für das Feedback. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr mich unterstützen mit einer kleinen Bewertung. Danke dafür. So, diesmal wissen wir, dass es nicht geht. Und deswegen, schön aufgeladenen Schlag. Die mit der Rüstung, das sind wirklich die Leute, die einfach alles aushalten, ne? Okay. Die sind krass, ey, die sind echt krass. Okay, cool. Wo hänge ich denn hier? Wo hänge ich denn hier? Goldene Rune schon wieder. Zu kurzes Schwert. Das ist mein Tod. Alter, ist der übel. Ist der übel, Alter. Heiliger Bimbam, 3800 nur, krass. Heldenrune 5. Okay, ich glaube, also ich weiß gar nicht, welche Heldenrune wir beim vorletzten Mal oder sowas bekommen haben. Aber die hat allein 15.000 gegeben. Ich glaube, das war eine ganz normale Heldenrune oder sowas. Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir mal auch hier oben nochmal lang. Weil, wie gesagt, meine Vermutung war ja wirklich, dass da hinten, weil da so ein Aschegebiet sich geöffnet hat, quasi, dass da ein Bossfight lauert oder so. Ist das das Tor? Ist das das Tor? Schon. Ne, ist es nicht. Ne, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Oh, scheiße. Keine Gnade voraus, umso mehr benötigt Objekte voraus. Benötigt. Was? Keine Gnade voraus. Aber warum guckt er jetzt in die Richtung? Aber da ist da ein krasses Objekt oder was? Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Oh nein! Ihr scheiß Viecher. Das wäre so ein Träumchen, wenn ich jetzt einen Schmiedestein 6 finden würde. Bestienblut, Alter. Wo sind wir hier? Bei Bloodborne Remastered oder was? Und ohne Scheiß, ohne Scheiß. Bloodborne Remastered habe ich schon selber gesagt. Ich wollte erzählen, ich würde einen Bloodborne Remastered feiern. Aber ich meinte, sind wir jetzt hier in Bloodborne schon wieder oder was? Ich würde es so feiern, man. Es würde mich nicht wundern, wenn die es wirklich bald ankündigen. Ich habe das ja schon mal gesagt, weil es zum Beispiel, guck mal, bei Horizon Zero Dawn kam einfach so, Jahre später, 60 Frames Update, war auf PS5. Last of Us, 60 Frames Update. Ich glaube, God of War, ich glaube auch, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bei Uncharted nicht. Uncharted 4 nicht. Kam kein 60 Frames Update. Obwohl sie es auch bestimmt für die PS4-Version hätten machen können. Haben sie nicht gemacht. Haben sie extra verkauft nochmal das Zeug. Und ich glaube, das wird passieren auch bei Bloodborne. Ne? Ich glaube genau, das ist das, warum das passieren wird bei Bloodborne. Und es wird ja funktionieren. Mein Gott, ich würde es mir auch selber nochmal holen. Es wird ja funktionieren. Würde ein Remastered reichen, ey. Und ich dachte sowieso, sie hätten das vor Elden Ring schon angekündigt, weißt du? Aber vielleicht war da irgendwie so die Absprache, macht das mal nicht bitte, wegen der Werbung und so. Weil das ist ja auch immer so,
Obwohl sich das teilweise, teilweise hat sich das auch in den letzten Jahren auch schon ein bisschen gewandelt, aber früher war das, oder auch so marketingmäßig ist ja auch schlau, nicht 38 Games anzukündigen, die in etwa in die gleiche Richtung gehen. Weißt du, kannst ja, das macht ja keinen Sinn, dass du sagst jetzt, übrigens, jetzt kommt Elden Ring, aber wir planen schon Dark Souls 4 und Bloodborne Remastered kommt auch. Weil dann denkst du, so als Käufer vielleicht oder ja, als potenzieller Spieler, ja, ich habe jetzt nicht die Kohle für alle Games, weil irgendwas muss ich mir zurückhalten und dann suche ich mir halt nur das aus, was kommt. Wenn du aber sagst, es kommt nur Elden Ring, dann denkst du, oh geil, Elden Ring, ich freue mich drauf. Ich habe mein Geld nur für Elden Ring zurück und zack, einen Monat später oder sowas, ein paar Wochen später, ach übrigens, Bloodborne Remastered kommt auch. Und das mit Dark Souls 3 war natürlich jetzt nur ein Beispiel. Dann kommen wir jetzt hier an, Dark Souls 4? Was? Das war nur ein Beispiel. Das übelste Bloodborne-Vibes hier aber gerade, oder? Knie nieder, Bitch! Abgestochen in der Seitengasse. Armes Schicksal. Selber schuld. Und du? Dich interessiert das gar nicht, wa? Dich interessiert das wirklich gar nicht. Du stürzt aber trotzdem, ja. So, was hast du beschützt hier? Ach, Junge! Echt, das ist doch ein Witz einfach nur. Das ist ein Witz? Parfümflasche. Oder kann ich da was richtig krasses herstellen? Ich weiß nicht, bisher ist mir das noch nicht so klar geworden, ne? Guck mal hier. Verbraucht FP, verteilt Funken in einem großen... Ach so. Das ist auch so, warte mal. Verbraucht Giftmehl aus dem Mund. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das so geil ist. Ich weiß es nicht. Ja. Deswegen, also, ja, mal gucken. Mal. Wie gesagt, mit Bloodborne würde mich nicht überraschen. Ne? Das würde mich nicht überraschen, wenn das passiert. Kann man hier irgendwie rein oder so? Gut, der Weg hat sich ja überhaupt 0,0 gelohnt. Links voraus, dann Vorsicht vor Hinterhalt. Vorsicht links. Also von den Seelen her geht es krass, oder? Warte mal. Ziel fixieren, versuchen und dann Gruppe voraus. Okay. Oh, scheiße, du hast es gehört. Hey, was geht? Was ist cool bei dir? Ach, das ist wieder einer, den es nicht interessiert, ob du den triffst. Oh, hol doch nicht so lange aus, ey, du Sau! Da ist auch noch einer. Schlaffett, zweimal. Warum bin ich eigentlich so dumm und gehe da ohne... Was war das denn für eine Aktion jetzt? Was war das denn jetzt? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich verstehe es selber gar nicht. Ich dachte, ich bin der krasse Typ, der von oben runtergesprungen kommt. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich dachte, das wäre so ein normaler Typ. So ein kleinerer. Aber trotzdem, warum nehme ich zwei hier nicht? Ohne Sinn. Einfach Risiko. Einfach dumm. Einfach nur dämlich. Und deswegen werde ich bestraft mit dieser ekelhaft langen Ladezeit. Wo wir gerade von Bloodborne reden, wa? Ja, genau. Na gut. Das Problem ist hier in dem Gebiet. Da
unten ist was. Genau. Der Aufzug. Nee, Quatsch. Was ich sagen wollte. Ja, das Problem ist, du kriegst hier so viele Seelen, dass jetzt auch sehr viele Seelen auf dem Spiel stehen, weißt du? Das ist halt das Problem. Wenn der Typ jetzt hier lebt wieder, dann hau ich ab. Sagst du, wie es ist. Ich werde den nicht nochmal bekämpfen. Okay, es war ein einmaliger Gegner. Okay, gut. Damit kann ich leben. Sehr gut sogar. Dachte kurzzeitig, der Drache hat sich bewegt, der Flügel. So, von da sind wir. Nee, von da sind wir nicht gekommen. Von da vorne sind wir gekommen. Was ist hier denn los? Oh nein. Nee. Ich muss erst meine Seelen holen. Mein Dummheitsversuch habe ich jetzt gerade schon hinter mir. Wie gesagt, absolut keinen Sinn, was ich da gemacht habe. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte halt den Gedanken, dass es so ein kleiner Typ ist. Dass der mit einem Schlag dann von oben mit voller Wucht dann stirbt vielleicht. So, ein Abstecher von hinten, weißt du? 460... Erfahrungspunkt ist schon krass. So. Es ist lächerlich, Alter. Ey, wie gesagt, frag mich nicht, was. Oh, jawohl! Dann habe ich mich jetzt gerade eben verlesen, weil wir hatten letztes Mal einen. Ich habe sogar nachgeguckt in der Folge. Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, dass ich in der letzten Folge den gefunden habe und sogar nachgeguckt habe. Oder es zumindest erwähnt habe. Ey, ich brauche zwei. Jetzt brauche ich noch einen. Dann habe ich mich jetzt gerade eben verlesen, einfach eiskalt. Keine Ahnung. Wäre ja nicht das erste Mal. Wäre ja nicht das erste Mal. Keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken. Alter, das ist echt so. Boah, das ist ganz. Also ich bin richtig traurig und volles doofes Scheißgefühl, weil du denkst, du hast irgendwas abgespeichert, was gar nicht so ist. Du kommst hier richtig dumm vor irgendwie. Das ist komisch. Naja, gut. Wie ich mich gefreut habe. Ihr habt es gemerkt, denke ich mal. Man hat es gerne gemerkt. Oh, ich habe mich so gefreut, mein Schwert abzugraden. Schade. Wir müssen auch nochmal. Warte mal, da. Hier war ich ja, oder? Ne, hier ist ja auch ein Lift. Hier ging es ja auch weiter, oder? Ach ja, stimmt, hier war ja das. Ne, das geht weiter ins Schloss rein. Nee, lass mal erstmal den einen Weg da hin fertig machen. Oh Mann, ey, ich bin richtig enttäuscht gerade. Alter, das zieht mich mehr runter als ein verlorener Boss halt gerade. Da war die Freude groß, ey. Das ist halt kein. Das ist halt. Ihr wisst es ja selber, die meisten von euch. Das ist kein Spiel, wo du dauernd die Waffen wechselst. Und wenn du dann eins gefunden hast und es einfach aufleveln kannst, das ist einfach Freude. Einfach Freude. Wo wir vom Schaden her schon echt gut dabei sind. Ey, was geht, Jungs? Scheiße. Ins Labyrinth der Schmerzen bin ich. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Nee. Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist einfach nur, also, nee. Einfach nee. Das ist wirklich, also das ist okay, gut, alles klar. Das ist jetzt von einer Scheiße in die nächste. Das ist wirklich der größte Bullshit gerade.
Mitten im Fight wirst du rausgeschmissen wegen Server. Geil. Also wirklich. Unfassbar. Unfassbar einfach. Warum auch immer das immer noch passieren kann, ja. Verpisst euch, ey. Ja! Hey, was ist das? Komm. Okay. Wer hat da die Feuerattacke gerade gemacht? Ist da auch noch so einer, oder was? So, mal kurz die Laterne anmachen hier, bitte. Was wird da vorne geschützt? Wichtkopf-Leiche. Nicht verwechseln mit Wichskopf. Ein Kopfschuss hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wichtgolems. Erinnert ein wenig an das Antlitz einer Leiche und birgt Spuren einer eines vergessenen Glaubens. Achso, 0,2 Glaube. Ja, okay, gut. Irgendwie müsste ich eigentlich gefühlt bei den ganzen krassen Sachen schon mal meine ganze Ausrüstung abchecken, ob da irgendwie vielleicht irgendwas dabei ist, was mir noch hilft. Was insgeheim plötzlich die Stärke pusht oder sowas oder was anderes. So, was. Das war's aber jetzt? Oder ne, hier. Adernblatt. Oh Junge. Oh Junge. Geil! Gil! Gil, gil, gil. So. Dann machen wir hier nochmal weiter jetzt. Das wäre natürlich ein Träumchen, die jetzt mit zwei Schlägen Platz zu machen. So geht's natürlich, ne? Das ist noch so ein Wolfsmensch-Typ, Alter. Das schmerzt mich immer noch. Das schmerzt mich so sehr. Ich habe mich so gefreut, mein Schwert abzugraden. Ne? So Freude einfach, ne? Komm. Komm. Schieß. Perfekt. Sehr gut. Ey, wie krass schütze den! Was war denn das jetzt? Ach, da war noch einer von hinten oder was? Ich glaube, ich muss echt erstmal hier die Zauberer wegmachen. Was geht denn da ab? Wie viele Leute das sind? Ach, irgendwie der Asche-Typ. Asche-Typ ist, ja. Ne? Ich weiß nicht. Eigentlich ganz gut, aber irgendwie. Alter, diese Ladezeit. Es tut mir voll leid, dass ich das so oft anspreche, wa? Aber Mann, Alter, das frustriert extremst, Alter. Das ist wirklich mit. Ach komm, scheiße. Ich hab das schon tausendmal erwähnt. Es tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ne, was ich sagen wollte. Der Typ ist schon eigentlich ganz gut, aber das Problem ist, er ist nur alleine, weißt du? Irgendwie. Die würde ich gerne rufen, aber ich kann nicht. Ich habe einen FP-Punkt zu wenig.
So eine ganze Bande rufen wäre, glaube ich, ganz, ganz cool, ey. So, nochmal dahin. Wie viele Seelen hatte ich jetzt? 5000, 6000 schon? Ey, wie gesagt, es geht echt schnell. Alter Junge. Warte. Ich werde zwar jetzt schaffen, aber trotzdem schon mal hochschicken lassen. Aber wie gesagt, es kann immer so ein psychologischer Kniff sein, weißt du? Schickst du den Fahrstuhl schon hoch, weil du denkst, du loost eh ab, dass du dann keine Zeit verschwendest, indem du auf den scheiß Aufzug wartest? Oder lässt ihn unten, weil du eh gewinnst? Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jo. Alter, was eine Rotze hier. Nein, ich laufe da in den nächsten rein. Kamera, verlass mich nicht. Oh, und die Seelen sind weg. Junge, wie viel 48 Milliarden Trilliarden Gegner sind da, Alter? Rotzlöffel, ey. Ah, hätte ich einfach meine Seelen aufgesammelt. Wie viel waren das jetzt? 5000, 6000? Ich weiß nicht. Ach, Mann. Ey, ich bin... Ey, die Folge wirklich... Was ist denn hier los, Mann? Letzte Folge ist so geil. So geil gerulert. So geiler Erfolgserlebnis. So geiles Feeling. Und jetzt fuckt der Server mich ab. Die Ladezeiten fucken mich ab. Die Gegner fucken mich ab. Die Scheiße mit dem Schwert fuckt mich ab. Mein ekelhafter, null, nicht vorhandener Skill fuckt mich ab, Alter. Alles. Wir haben es doch. Wir haben es doch alle gewusst, der schickt den scheiß Aufzug hoch, weil er es sowieso verkackt, Alter. Mann, ey. Ruhig. Ich muss da weiterkommen jetzt. Das geht nicht anders. Jetzt kurz mal ein bisschen Luft gelassen. Mir sich selber Luft gemacht, meine ich. Oder wie auch immer man das sagt. Jetzt geht's gechillt weiter. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Jungs, wollt ihr mal aktiv werden oder was? Guck mal, von der Seite ist ja viel einfacher. Komisch. Das ist so lächerlich. So viel einfacher jetzt. Aber was willst du machen, ne? Mein Gott, dass das immer so lange dauert mit diesem Angriff. Ich brauch den gar nicht ansetzen, den scheiß Konter, ey. Der rastet komplett aus jetzt hier. Oh, Glück gehabt. Treppe war mein Freund. Ja, egal. Komm mit. Mm-hmm.
hört gerne Metal oder sowas. Ich glaube, die Wölfe brauchst du auch gar nicht mehr rufen, weil die einfach viel zu wenig aushalten, ne? Ich steche jetzt alle ab für die Erfahrungspunkte. Ach Mann, ey. Scheiße. Jetzt ist natürlich trotzdem ärgerlich, wa? Die verloren haben gerade die Seelen. Cool wäre es gewesen, hätte sich auch jemand oder würde sich jemand die Mühe machen, auch die Tode zu zählen. Obwohl eher die verlorenen Seelen. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht jeden Versuch komplett 100% eingeblendet in den Videos. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich hier und da mal einen Schnitt mache. Ist auch besser die Lösung, finde ich. Bei so einem 80-Stunden-Projekt oder sowas. Da kann schon mal ein bisschen was geschnitten werden. Ja. Wenn ich einen Boss da 3-4 Mal versuche, dann kann man da schon mal den einen oder anderen rauslassen. So, da unten waren wir ja schon, ne? Fahr voraus. So, warte mal. Hab ich meine Seelen nicht aufgesammelt? Das Seelending. Aber da war ja auch nichts mehr, ne? An Seelen. Ach nee, da war ja auch nichts mehr. Ich hab Bock zurückzulaufen. Und dauern voraus. Ist das der Aufzug vielleicht? Das ist der Aufzug zu dem anderen Speicherpunkt geworden? Oh Scheiße, Alter. Oh Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh, Scheiße. Das sieht übel aus. Oh nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Oder? Doch, das ist der Speicherpunkt. Nee, ist es nicht. Wo war denn unser Speicherpunkt? Götterbrücke war hier drüben, da drüben waren wir. Das ist ja Boss, Alter. Vorsicht vor rechts. Kein Boss. Flammendrachen Talisman plus 1. Das ist natürlich geil. Hä? Der Siegel von Morgoth den Gnaden bescherten? Hä? Was geht denn jetzt ab? Ach so! So, warte mal, wahrscheinlich kann man. Ach so, wahrscheinlich ist da. Kann man da die Rune von ihm aktivieren oder wie oder was? Kann es sein? Kann es sein, dass man da seine Rune aktivieren kann? Also, ja. Und deswegen muss er erst sterben, damit das Siegel verschwindet oder was? Okay, gut, 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 gut. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, noch 2 Wege offen, quasi. Einmal, wenn wir jetzt hier runtergehen, direkt den Lift runter und einmal den Weg dahin, den ich, glaube ich, jetzt auch als erstes gehen werde. Von da wir eigentlich am Anfang relativ, also von da wir ungefähr gekommen sind. Wie gesagt, hier können wir runter oder hier geradeaus. Ich gehe erstmal hier geradeaus, weil das da runter sah irgendwie aus, als wenn da hinten der Boss lauert. Aber hier, wie gesagt, auch mit dem Asche-Ding. Achso, ja, Wölfe weg. Nehmen wir die einfach. Ja, sag ich doch.
Hab ich doch gesagt, war klar. Deswegen ist hier auch Asche-Ding. Scheiße, Alter. Cool. Cool. What? Gut. Was geht ab? Cool. Ist ja nicht so, dass ich die Baumtypen sowieso hasse, ne? Aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Ist die Frage, ist das Blitz? Sind das Blitzattacken von denen gewesen? Oder Heiligattacken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Feuer. Scheiße, Feuer haben wir ja gar nicht. Mist. Feuer haben wir ja gar nicht. So eine Rotze. Der ist auf jeden Fall nicht so geil. Oder die beiden sind nicht so geil bei denen. Vielleicht Quallen-Buddy. Obwohl, die Folge geht schon relativ lang schon wieder. Egal. Scheiß drauf. Soll ich nochmal einen Versuch machen? Einen Versuch noch. Quallenfreund. 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 Ich könnte mal versuchen durchzulaufen, aber. Kein Bock. Vielleicht? Das haut so rein. Was ich sagen wollte, wäre es vielleicht ganz geil, wenn ich mir für den Spielstil so langsam bei der Stärke, die ich auch mittlerweile habe, vielleicht doch mal so ein richtiges Monsterschild nehme auch, weißt du? Fürstenrune, was ist denn hier los, Mann? Die wird auch rein scheppern, ne? Gut, Freunde. Ich verstecke mich hier. Wir beenden den Part. Machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Ich glaube, das wäre mal eine Überlegung wert. Das Einzige, das Coole ist halt... Obwohl, wir haben ja einen Talisman, der Ausdauer gibt. Ja, mal gucken, mal gucken. Dickeres Schild, mehr Ausdauer. Das könnte ein Plan sein. Das könnte auf jeden Fall uns verbessern. Also so oder so, klar. Besseres Schild, mehr Ausdauer ist automatisch besser, ist ja klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Das könnte vielleicht naja. Vielleicht ein Plan sein, das, was wir machen können. Mal schauen. Danke fürs Zusehen erstmal an der Stelle und wir hören uns. Haut rein.